auf jeden Fall an die Soli-Gruppe Lina von Leipzig nimmt Platz. Wir haben ja auch den Aufruf mit unterzeichnet und unser Fokus richtet sich gerade seit einer geraumen Weile auf den Verfassungsschutz. Wir haben ein paar Abfragen initiiert und ehrlich, wenn ihr wissen wollt, auf welcher Demo ihr wart in den letzten Jahren, müsst ihr nur so eine Abfrage machen, die listen euch alles auf. Bei Menschen, die sich stärker engagieren, listen die sogar auf, auf welchen Konzerten ihr wart. So bei mir zum Beispiel, übelst interessant. Also wo man auch nicht weiß, woher sie es eigentlich wissen. Davon abgesehen dürfen die diese Daten gar nicht speichern und schon gar nicht an andere Behörden weitergeben. Deswegen initiieren wir auf jeden Fall jetzt eine Klage gegen den sächsischen Verfassungsschutz und werden das auch entsprechend medial begleiten. Und unser Redebeitrag richtet sich sozusagen heute auch an den Verfassungsschutz, indem wir mal ein bisschen erklären, was der nicht macht oder was er machen soll. Hallo? Also jetzt versuche ich es nochmal, weil man mit hinten gar nicht gehört hat. Also ich bin die Mutter von Lina. Ich stehe hier und mich im Namen von Lina und von unserer Familie für eure Unterstützung und eure Solidarität zu bedanken, weil das ist das, was uns durch die schwere Zeit und diese beschissene Zeit trägt. 6 Monate U-Haft ist schon schlimm, aber unter Corona-Bedingungen kaum zu ertragen. Aber Lina ist mutig und stark und das wünsche ich mir, dass ihr das alle auch bleibt. Weiterhin gegen Faschismus, Rassismus auf die Straßen geht und euch nicht einschüchtern lasst. Bleibt aufrecht. Bleibt euch treu und vielen Dank, dass ihr hier seid. Das, was uns zusammenhält, ist die Solidarität aller gemeinsam mit dem Herz für die Sache. Und deswegen in aller Deutlichkeit nochmal, lasst uns zusammenstehen an der Seite von Lina, an der Seite von ihren Eltern und gemeinsam deutlich machen, dass wir mit unserer Solidarität durch diese Zeit und Krise durchkommen. Und jetzt kommt der offizielle Redebeitrag vom Platz nehmen, der den schönen Titel trägt, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, gemäß der entsprechenden Gesetze, die Sammlung und Auswertung von Informationen über die Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Im Grunde genommen soll also der Verfassungsschutz ein Warnsystem sein. Und insbesondere konservative Politikerinnen betonen dabei die Notwendigkeit des Verfassungsschutzes und loben sein vermeintliches Frühwarnsystem. So geschehen im Sächsischen Landtag, nachdem sich der NSU selbst enttarnt hatte und jahrelang ungestört von deutschen Sicherheitsbehörden morden durfte. Der Verfassungsschutz hat dabei nicht nur chronisch weggesehen, sondern gezielt den NSU mit aufgebaut. Der Thüringer Verfassungsschutz wurde mit Geldern des dortigen Landesamtes aufgebaut und war die Keimzelle des folgenden rechten Terrors. Als Hali Yozgat, das 9. Todesopfer des NSU, in Kassel in einem Internetcafé ermordet wurde, war zufällig ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes anwesend. Ein Mitarbeiter, der in guter deutscher Tradition von nichts gewusst haben wollte. Dieser Mitarbeiter war zudem der Erste, der die Akte über Stefan Ernst angelegt hat.
Stefan Ernst ist genau jener Mann, der inzwischen wegen der Ermordung von Walter Lübcke vor Gericht steht. Man kann dies alles für Zufälle halten. Eine Reihe von höchst bemerkenswerten Zufällen, die sich durch die Geschichte des Verfassungsschutzes zieht. Im Fazit ist diese Behörde kein Warnsystem für die Demokratie, sondern ein Problem für die Demokratie. Die Verfassungsschutzämter waren immer auch politische Behörden, angegliedert an die Innenministerien und von deren Weisung abhängig. Die Staatsgewalt, legitimiert durch das Volk, überwacht das Volk. Der Grundgedanke der Demokratie wird ad absurdum geführt, wenn die Regierung anfängt, das Volk zu überwachen. Und das tut sie tatsächlich bemerkenswert einseitig. Es muss daher nicht verwundern, wenn der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Auffassung vertritt, die zu seinem Freund im Kreis, den Faschisten der AfD, passt, aber kaum ins demokratische Spektrum. Man darf daran erinnern, dass Hans-Georg Maaßen durch den amtierenden Innenminister zunächst befördert werden sollte, bevor er demissioniert wurde. Man kann es für Zufall halten, dass der ehemalige Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen zu seiner Zeit als Mitarbeiter in Brandenburg V-Mann-Führer des Neonazis Piato war. Dieser war mehrfach vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung und ebenfalls verwickelt in den NSU-Skandal. Man mag es für Zufall halten, dass Akten dazu auch in Sachsen zunächst verschwanden oder gelöscht wurden. Diese Reihe von Zufällen dauert vor. Schön, dass so viele Leute hier sind. Wir sind natürlich nicht nur die Initiative Wöllau-Rücktritt, wir sind das Nächste, die diese Kampagne gestartet hat. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute eingeladen wurden und hier sprechen können. Uns verbindet nicht nur das X in unserem Namen. Wir als Linksnet-Kollektiv verstehen uns als Schnittstelle zwischen den außerparlamentarischen und parlamentarischen Kämpfen für eine offene Gesellschaft, gegen staatliche Bevormundung und Repression und für einen konsequenten Antifaschismus. Und das ist gerade in Sachsen wichtig, aber wie ihr ja sicher alle wisst und erfahren habt, vielleicht auch schon ein ziemlich hartes Brot. Unser Projekt steht ganz besonders im Visier staatlicher Behörden einerseits, rechter und faschistischer Stimmungsmacher andererseits. Dass die Polizei anstatt die Schüsse aus einer scharfen Waffe auf die Scheiben unseres alten Domizils in der Bonner Eschen Straße in Connewitz aufzuklären, wochenlang Stimmung gegen ein Plakat machte, das in unserem Fenster hing und die Polizeigewalt in Hamburg beim G20-Gipfel kritisierte, ist bezeichnend. Der Polizeipräsident AD Thorsten Schulze veröffentlichte sogar Pressemitteilungen zu Flyern, die in unserem Schaufenster hingen und sich auf lustige Art und Weise mit der massiven Polizei in unserem Viertel in Connewitz auseinandergesetzt haben. Oder zu Sprüchen, die auch von uns mit organisierten Demonstrationen gerufen wurden. Doch Polizeipräsidenten und Presseverantwortliche kommen und werden gegangen. Was bleibt, sind wir, ist das Linksnet, sind vor allem aber wir Antifaschistinnen und Antifaschisten. Wir starten am 13.12.20 die Flucht nach vorn an und starteten die Kampagne Still Not Loving Police. Wir bündeln unter diesem Label die zahlreichen aktuellen und alten Themenstränge rund um die Polizei mit besonderem Fokus auf Leipzig. Schließlich werden hier und insbesondere in Connewitz sowie fast nirgendwo sonst in der Bundesrepublik die Probleme polizeilichen Handelns offenbar. Wir meinen, die Polizei muss niemand lieben. Sie nicht zu lieben und ihre Praxis und Struktur stattdessen kritisch zu hinterfragen, ist die Pflicht aufgeklärter, demokratisch orientierter StaatsbürgerInnen. Aber nicht nur in Sachsen werden die Polizei und staatliches Handeln kritisieren, schnell als ExtremistInnen abgestempelt, die herrschende Ordnung beseitigen wollen. Das wollen wir übrigens auch und finden uns dabei gar nicht extremistisch, sondern ganz emanzipatorisch. Doch zurück nach Sachsen. Wie Mensch so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Seit 1991 regiert in Sachsen die CDU und hat im Land für demokratischen Stillstand gesorgt. Mit ihrem tief sitzenden Antikommunismus und einer zutiefst autoritären Art hat sie im Land Vasallentreue und tief sitzende rechte Denkweisen stimuliert. Die Faschisierung der sächsischen Gesellschaft mit AfD, Pegida und Co. ist direktes Resultat der CDU-Politik. Seit 1991 stellt die CDU in den Regierungen auch den Innenminister.
Im Moment heißt er Roland Böller. Und er ist wie auch seine Vorgänger ein schwieriges Exemplar. Weil es so schwer ist, den Überblick zu behalten, haben wir die Böller-Timeline auf unserer Initiativen- oder Kampagnenseite www.böllerrücktritt.de geschaffen. Hier eine kleine Auswahl von Vorfällen und Skandalen. Nicht alle dürften so bekannt sein wie der auch anmoderierte Fahrradskandal. Böller war bis 2008 Umweltminister von Sachsen. In dieser Verantwortung behauptete er 2008 im Zusammenhang mit einem Müllskandal, dass es seit 1999 zu keinen Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlagen gekommen sei. Das stimmte schon damals nicht. Aufgrund Unregelmäßigkeiten bei seiner Dissertation trat er 2012 als Kultusminister zurück. Im August 2018 warf Roland Böller auf seiner Facebook-Seite für das Buch Deutschland in Gefahr des nicht echten Polizisten Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Es folgten die uns allen bekannten Skandale um den Mutbürger, einen LKA-Mitarbeiter, der ein Presseteam in Dresden auf Übelste bedrängte und im Dienst bleiben konnte. Die bedrohlichen rechten Ausschreitungen in Chemnitz 2008 nach der Tötung von Daniel H., dem die Polizei nicht Herr wurde. Der verantwortliche Innenminister Böller äußerte damals, dass die Polizei den Einsatz bewältigt hätte. Und ganz ähnliches, daran könnt ihr euch sicher erinnern, sagte er nach den krassen Ausbrüchen im Rahmen der Wehrdenker-Demonstration in Leipzig am 7.11.2020. Die Linie lässt sich fortsetzen. Auffällig ist immer wieder, der Innenminister ist duldsam nach rechts und hart gegen die politische Linke. In Connewitz und bei linken Demonstrationen ist die Polizei mit ihrem Dienstherrn Wöller schnell und mit harter Hand bei der Sache. Eine ähnlich krasse Linie fährt das Innenministerium auch im Umgang mit geflüchteten Menschen. Abschiebungen werden in Sachsen wieder jeder menschenrechtlichen Grundsätze durchgepeitscht und Wöller schmückt sich damit. Alle Beispiele findet ihr auf wöller.de. Allerdings sind wir uns bewusst, dass ein anderer Innenminister in Sachsen nichts besser macht. Der Innenminister exekutiert die Linie der sächsischen Konservativen. Wir haben Markus Ulwigs Anti-Antifa-Kampagne Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort nicht vergessen. Es war uns dennoch wichtig, eine Übersicht des Bestes Roland Böller zu haben, um zu zeigen, dass es sich um strukturelle Probleme handelt. Regelmäßig gab und gibt es massive Stimmungsmacher aus dem Dresdner Innenministerium gegen die vermeintliche Duldungspolitik der Leipziger Stadtverwaltung gegenüber den Projekten. Böller selbst hob mit dem OBM-Kandidaten der CDU, Sebastian Gempo, die Soko und Links, aus der Taufe. Manche erinnern sich vielleicht auch an die Forderung nach Schließung linker Kulturzentren im Kontext der Proteste gegen den G20 in Hamburg, die direkt und höchst offiziell aus dem Hause von seinerseits Innenminister Markus Ulwig erhoben wurden. Oder an das Jahr 2008, als der damalige Innenminister Brutolo auch CDU-Parteibuch in einem offenen Brief die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Türstehermilieu in Leipzig in der Innenstadt mit antifaschistischen Aktionen und Projekten in direktem Zusammenhang stellte. Immer wieder mit dem Verweis darauf, dass vermeintlich Linksextreme genauso gefährlich seien wie Neonazis. Die Initiative gegen jeden Extremismusbegriff, die es damals gab, schrieb damals, Zitat, es ist heute dringend notwendig, eine radikale Gesellschaftskritik zu formulieren und damit auch Nazi-Ideologien in der sogenannten Mitte der Gesellschaft und Nazi-Strukturen zu bekämpfen. Hierfür brauchen wir nicht weniger, sondern mehr unabhängige linke Projekte. Wir finden, an dieser Notwendigkeit hat sich seit 2008 in Leipzig und Sachsen nichts geändert. Es ist wichtig, die offiziellen Strukturen hinter der gesellschaftlichen Stimmung zu fokussieren und anzuprangern. Darum unsere Kampagnen Böller Rücktritt und Still Not Loving the Police. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr weitere Ideen habt, euch daran beteiligen möchtet oder ihr Unterstützung bei eigenen Projekten braucht. Wo wir beim Thema Unterstützung sind, wir hoffen, euch morgen alle auch um 14 Uhr im Rabet mit euren Fahrrädern zu sehen. Dort findet eine Demonstration des Ladenschlussbündnisses zu wichtigen Treffpunkt der rechten Szene in und um Leipzig statt. Kontakte zwischen Neonazis und Polizistinnen waren in den letzten Jahren immer wieder Thema und werden morgen auf der Radtour umfassend beleuchtet. Also seid auch morgen dabei. Als Linkswitz sind wir solidarisch mit allen Antifaschistinnen und linken Strukturen, die von Repression betroffen sind und sich gegen rechte Strukturen engagieren. Denn wir sind alle links.